exklusiver Blick in die Situation, gerade hinter dem roten, glitzerigen Vorhang. Da machen sich zwei parat, die hoch raus wollen. Ihr Name ist Programm, sie nennen sich Sky Angels und gehen entsprechend himmelwärts. Nicke Strapatennummern ist angesagt. Was fordert die Disziplin der Artisten am meisten in ihrem Training? Das ist eine von meinen absoluten Lieblingsnummern vom ganzen Festival. Und das ist eine Partnerstrapatennummer. Das braucht eine Unmenge an Vertrauen in seinen Partner. Man dreht sich, man hängt eigentlich von den Fingern von seinem Partner ab. Und das braucht eine enorme Disziplin. Die Strapata an sich ist sehr ein anspruchsvoller Apparat, der schmerzhaft ist. Und sieht aber leicht aus, wenn sie dort losfliegen. Das Duo Sky Angels. De l'Ouzbékistan, suspendu par la bouche aux sangles aériennes. Christina et Roustem vous ont présenté Sky Angels.
Standing Ovation für Sky Angels. Nick, das Publikum ist begeistert. Kannst du uns als Profi sagen, was ist der Grund? Sie sind absolute Publikumsliebling. Sie haben eine klassische Partnerstrapaten-Nummer können durchbrechen, indem sie den Beissapparat tragend eingesetzt haben. Ganz wahnsinnig. Ich hoffe einfach, ich kann mir nicht vorstellen, was sie für eine Zahnarztrechnung werden haben. Es braucht eine enorme Kraft. Und dann gibt es noch einen zweiten goldenen Clown und der geht als Duo Sky Angels aus Usbekistan für ihre wunderschöne Luftstrapaten-Nummer, die wir ganz am Anfang des Programms bestaunen konnten. Que se termine cette remise des prix de ce 41e Festival international du cirque de Monte Carlo.